Ja Leute, und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Es ist wieder soweit, Leute, und zwar habe ich wieder Lust dazu bekommen, euer Alter zu erraten. Das bedeutet, ich habe euch auf Instagram aufgefordert, mir ein Bild von euch zu schicken. Und anhand dieses Bildes möchte ich versuchen, euer Alter zu erraten. Mal schauen, ob ich nah dran bin. Ich werde dann quasi die jeweilige Person, nachdem ich das Alter erratet habe, anschreiben und fragen, wie alt sie wirklich ist. Aber zuerst muss ich versuchen, das Alter zu erraten. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf und ich wünsche euch jetzt einfach mal viel Spaß mit dem Video. Let's go! Ich bin einfach mal mit ihr hier. Ich erkenne leider nicht ganz genau ihr Gesicht, aber anhand ihrer Größe, ich muss das Bild genauer anschauen, 13, 14 oder 15, ich entscheide mich für 15. Ich sage, sie ist 15, okay, ich werde sie jetzt fragen. Wie alt bist du wirklich? Sie ist 14, Leute. Egal, so weit weg entfernt war ich dann. Ein Jahr ist noch okay. Leute, was hättet ihr gedacht? Wie alt hättet ihr sie geschätzt? Okay, weiter geht's mit ihr hier. Und sie ist... Nee, sie ist nicht im Europapark. Ich dachte gerade, sie wäre irgendwie... Oder ist das... Nee. Was habe ich? Okay, wie alt ist sie? Hm, 13? Ja, sie könnte auch 12 sein, Leute. 12? Nee, 12 nicht. 13 oder 14, würde ich sagen. 13. Ganz ruhig bleiben, Niklas. Ganz ruhig. Sie ist... 16! Okay, ja gut, jetzt wo man es weiß, stimmt schon. Aber 16, 3 Jahre Unterschied, okay, das war schlecht geraten von mir, muss ich ehrlich sein. Das war nicht gut von mir. Aber naja, vielleicht hat ja der ein oder andere von euch sie richtig geschätzt. Ich weiß nicht, 13 hätte ich sie geschätzt. Schade eigentlich, aber sie ist 16. Geht es mit ihr hier. Leider sehe ich ihr komplettes Gesicht nicht, weil mein Face einfach vor ihr Gesicht ist. Also wie gesagt, ich habe mich auf Instagram aufgeladen und sie hat jetzt halt ein Foto an mich gesendet, so, aber sie hat mir leider kein richtiges Foto gesendet. Deswegen habe ich nur das hier zur Verfügung und ich kann sie nicht wirklich schätzen. Deswegen sage ich, ohne zu wirklich raten, einfach 15. Einfach schätzungsweise 15. Sie könnte aber auch jünger sein oder auch älter. Man weiß es nicht, ich werde es jetzt herausfinden, weil ich erkenne sie nicht, leider. Und oh mein Gott, habe ich gerade viel geredet. Heilige Scheiße, sie ist einfach 15. Ich habe 15 gesagt, Leute. Habe ich 15 gesagt? Oder habe ich 14 gesagt? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Nee, doch, ich habe 15 gesagt, Leute. Oh mein Gott. Das war das Erste, was richtig reingehauen hat. Ich habe sie 15 gestellt. Lit. Okay, er sieht noch relativ jung aus. Lass mir kurz Zeit, bitte. Er ist 14. Nein, er ist nicht 14. Er ist 13. Ich entscheide mich für 13, Leute. Ich schätze ihn 13 Jahre. Oh, er könnte aber auch älter sein, Leute. Er könnte auch 15 sein. Man erkennt ihn ja nicht so gut. Ich darf eigentlich gar nicht so viel rumreden. Ich sage einfach 13, letztes Gebot. Jetzt schauen wir, wie alt der wirklich ist. Okay, ich bin gespannt. Echtes Alter. Er ist 14, Leute. Warum habe ich nicht 14 eingeloggt? Warum habe ich 13 eingeloggt, Leute? Wieso habe ich 13 eingeloggt? Wieso? Kann mir das einer erklären? Egal, wegen einem Jahr. Ich hätte ja 14 auch gesagt. So, ist okay. Kann man noch. War nicht ganz so schlecht, würde ich sagen. Weiter geht mit ihr hier. Sie sieht auch noch relativ jung aus. Wobei, gut, ich erwarte jetzt auch nicht, dass mir jetzt irgendwie eine 60-Jährige ein Bild schickt. Deswegen alles gut. Ihr alle seid noch relativ jung. Ich würde sie jetzt einfach mal, ohne krass nachzudenken, 14 schätzen. Sie sieht aus wie 14 Jahre, meiner Meinung nach. Okay, und wie alt ist sie wirklich? Sie ist in Wirklichkeit 16 Jahre. Ist okay, Fehler können passieren. Sorry, dass ich falsch geschätzt habe, aber ich hätte sie wirklich 14 geschätzt. Also auf 16 wäre ich jetzt wirklich nicht gekommen, Leute. Okay, wie alt ist sie? Ich sage 15. 14 oder 15, ich logge 15 ein. 15 ist richtig, Leute. Es motiviert mich und pusht mein Selbstwert-Alterserraten-Gefühl. Bei ihr ist halt das Problem, dass sie einige Filter benutzt. Kann ich leider nicht viel sagen. Weiß nicht, 14, 15? Ich sage 15. Ja, habe ich gerade eben schon gesagt. Dann sage ich 14. Ich sage 14, Leute. Doch, 14. Ich kann leider nicht so viel erkennen wegen dem Filter. 14, ja. Oh mein Gott, 13. Okay, aber wegen einem Jahr kann man es noch gelten lassen. 14, 3, ja gut, ist okay. 13, okay, sorry. Weiter geht es mit ihr hier. Und um ehrlich zu sein, schätze ich sie relativ alt. Ich würde sagen, sie ist 17. Es muss doch eine 17-Jährige noch vorkommen, oder nicht? Eigentlich sollte noch eine 17-Jährige vorkommen oder 18. Bitte sei 17. Tu mir diesen Gefallen. Spannender Moment. Let's go. 14. Werde aber noch 15. Ich hab dich 17 geschätzt. Weiter geht es mit ihr hier. Und da bin ich jetzt ehrlich gesagt der Meinung, dass sie ein Fake-Profil ist. Kann man aber nie wirklich sicher sein bei sowas. Deswegen, I don't know, ich werde einfach so tun, als wäre sie kein Fake-Account und bewerte sie so wie andere Menschen auch. Sie sieht aus wie erwachsen. Aber sie ist doch nicht erwachsen, oder? Sie ist... Ich sag, sie ist 17, 16, 15. Ich sag, sie ist 15. 15,5. Vielleicht auch 16. Ich sag 15,5. Wisst ihr, was ich meine? 15... Ein Halb. Und nun frage ich sie, wer sie wirklich ist. Okay, echtes Alter. 16 Jahre. Okay. Hätte ich jetzt auch gesagt. Wisst ihr, ich habe 15,5 gesagt. Ein halbes Jahr Unterschied. Geht doch klar. 16. Ich glaube dennoch, dass sie ein Fake-Profil ist. Aber man kann sowas natürlich nicht wirklich immer sagen. So, ich würde sagen, ich mache noch eine Person. Und wer ist die glückliche Person? Lass mich gucken. Komm, nehmen wir sie. Wie alt ist sie, Leute?
Ich lasse euch kurz Bedenkzeit, weil sonst bin ich ja immer derjenige, der direkt das Alter sagt. Deswegen überlegt ihr gerne mal, wie alt ihr sie schätzt und lasst mich in der Zeit auch überlegen. Ich sag, sie ist 13. Okay, sie ist 12, Leute. Ich hätte sie Real Talk auf 13 oder 14 geschätzt. Sie ist die Einzige in diesem Video, die 12 war, glaube ich, oder? Ja, 12 Jahre, Leute. Was hättet ihr gesagt? Hättet ihr sie auf 12 geschätzt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, beende ich das Video jetzt auch einfach mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir doch gerne mal mit einer positiven Bewertung. Und eventuell mache ich ja noch mal ein Part davon, wie ich euer Alter errate. Wie ihr wollt. Auf Instagram heiße ich Niklas Weils. Oben rechts ist der Name eingeblendet. Da werde ich sowas immer ankündigen, euch auffordern, mir Sachen zu schicken, wenn ich Community-Aktionen mache. Deswegen ist es eigentlich ganz sinnvoll für euch, mich auf Instagram auch zu abonnieren, Leute. Und ansonsten lasst gerne noch ein Abo da und aktiviert unbedingt die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ein neues YouTube-Video von mir online kommt. Das war's jedenfalls mit diesem Video. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten YouTube-Video wieder. Bis zum nächsten YouTube-Video. Ciao, Leute.